So, wir haben heute eine wunderschöne Atlantik-Tafelschere, ATS, 3 Meter mal 12 Millimeter. Baujahr ist 2009. Hier haben wir eine Elgo-Steuerung. Über die Elgo-Steuerung kann ich den Hinteranschlag einstellen. Und dann haben wir noch die automatische Schnittwinkelverstellung. Und hier eine zentrale Schnittspaltverstellung. Ja, ansonsten macht die Maschine einen sehr ordentlichen Eindruck. Ich konnte keinen Ölverlust feststellen. Die Lederhalter scheinen auch dicht zu sein. Ja, ist eine einfache Maschine, einfacher Aufbau, stabil. Lassen. Fußpedal kann ich den Schnitt auslösen. Dann kann ich hier den Schnittsprinkel verstellen. Erfolg mit Ihrer Maschine.